Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über PSPICE. Heute soll es um Leistungsanpassungen gehen, und zwar mit DC Sweep. Ich gehe direkt mal in das Programm, um zu zeigen, was ich damit meine. Ich habe immer so einen einfachen Schaltkreis aufgebaut. Das soll eine Spannungsquelle sein mit 10 Volt und die soll einen Innenwiderstand haben mit 10 Ohm. Und an dieser Schaltung möchten wir unterschiedliche Lastwiderstände untersuchen. Wenn ich hier mal einen Lastwiderstand habe mit 1K, ich habe mir mal so eine Gleichstromanalyse schon mal vorbereitet, starte die Gleichstromanalyse und kann mir dann letztendlich direkt im Schaltbild die Spannungen und die Ströme angucken und die Leistung am Widerstand. So, jetzt wollen wir mal folgende Sachen betrachten. Zum einen, wenn der Widerstand sehr klein ist, ich gebe mal ein Mikro-Ohm da an. Also 0 kann ich nicht angeben, dann hat PSPICE ein Problem, das zu simulieren. Deswegen gebe ich mal einen ganz kleinen Widerstand ein. Simuliere mal und guck mir dann anschließend mal Spannungen, Ströme und Leistungen an. Die Spannung ist natürlich sehr klein, weil ich habe hier einen Widerstand fast 0 Ohm. Das heißt, die komplette Spannung von 10 Volt fällt fast hier an dem Innenwiderstand ab. Hier am Lastwiderstand habe ich nur noch ein Mikrovolt, also fast 0. Wenn ich mir die Ströme einmal anschaue, die Ströme sind sehr groß, ist 1 Ampere, weil ich hier im Prinzip am Ausgang fast einen Kurzschluss habe. Das heißt, es wirkt letztendlich nur noch der Innenwiderstand der Spannungsquelle. Für die Leistung bedeutet das, wenn ich einen Strom habe von 1 Ampere, aber die Spannung beträgt im Prinzip nur 1 Mikrovolt, sodass die Leistung relativ klein ist. Ich habe nur 1 Mikrowatt. Nicht daran, weil ich eben so eine kleine Spannung an R2 habe. Okay, dann erhöhe ich mal den Widerstand und sage mal, da soll jetzt ein großer Widerstand, ein Widerstand mit einem großen Widerstandswert angeschlossen sein. 1 Megaohm nehme ich mal einmal und simuliere das einmal durch und dann sehe ich, dass ich zwar eine große Spannung bekomme, ja, ich habe hier einen großen Widerstand, das heißt am Innenwiderstand fällt kaum Spannung ab, sodass die kompletten 10 Volt oder fast kompletten 10 Volt, hier werden sie über die kompletten 10 Volt angezeigt, hier an den Lastwiderstand abfallen. Wenn ich mir aber die Ströme anschaue, dann sehe ich, dass der Strom relativ klein ist, also nur 10 Mikroampere. Und das bedeutet für die Leistung ist ja die Spannung mal dem Strom, dass ich auch nur eine Leistung von 100 Mikrowatt habe. Okay, jetzt bedeutet das, ich habe bei einem kleinen Widerstand eine relativ kleine Leistung, bei einem sehr großen Widerstand auch eine relativ kleine Leistung. Mal sehen, wie es mit so einem mittleren Widerstand aussieht. Ich nehme mal 50 Ohm, schalte mal 50 Ohm ein und simuliere die ganze Sache einmal und gucken wir jetzt mal die Leistung an. Und jetzt sehe ich, okay, ich habe jetzt eine Leistung von knapp 1,4 Watt. Das heißt, erheblich mehr als die Mikrowatt, die ich beim Kurzschluss hatte oder bei einem sehr großen Widerstand. Und jetzt stellt man sich häufig die Frage, wie muss ich denn diese Schaltung belasten, damit ich hier am Ausgang die größtmögliche Leistung bekomme? Okay, und dazu kann man jetzt im Prinzip hingehen und alle Widerstände, alle möglichen Widerstände, sehr viele mögliche Widerstände einmal ausprobieren, um zu gucken, wann kriege ich denn eine besonders große Leistung hier am Widerstand. PSPICE gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, und zwar das per Programm ausprobieren zu lassen. Dazu gehen wir dann zunächst einmal in die Eigenschaften des Widerstandes. Und dort tragen wir eben nicht den Wert fest von 50 Ohm ein, sondern definieren hier einen Parameter. Das muss man mit geschweiften Klammern machen. Also eine geschweifte Klammer und dann nehme ich das einmal R Variable zum Beispiel. Geschweifte Klammer zu. Und dann können wir dieses Fenster wieder schließen. Und sehen hier auch, dass hier nicht mehr 50 Ohm eingetragen sind, sondern eher variabel. Und jetzt muss man eine Parameterliste erstellen,
Das macht man genau über PlacePart, wie man auch Bauteile dort einbaut. Und dann nimmt man die Library, ich habe mittlerweile schon mehrere Libraries eingetragen, die Library Special, da ist sie. Und da gibt es einen Pathlist, der heißt Param für Parameter. Den tragen wir hier mal ein und setzen den einfach irgendwo auf die Arbeitsfläche. Klicken wir einmal drauf. Und nun können wir eine Parameterliste hier definieren, indem wir halt sagen New Row. Und dann geben wir der Parameterliste an den Namen er war. Und wir müssen hier einen Wert eingeben, weil man auch mehrere Parameterlisten nehmen kann. Man kann also mehrere Variablen dort einstellen und dann muss eine Variable immer konstant bleiben. Und die würde dann hier dem Wert hier in dem Feld Value entsprechen. Das heißt, wir geben hier irgendwas ein. 10k meinetwegen. Ist für uns jetzt in dem Fall nicht so wichtig, weil wir nur einen Parameter zunächst einmal ändern wollen. Bestätigen das mit OK und gehen hier aus diesem Fenster auch wieder raus. Und dann definieren wir eine neue Simulation. Und die nenne ich einmal DC Sweep. Create und das soll dann auch ein DC Sweep sein. Und zwar möchten wir eine globale Variable verändern. So, dann kann ich hier den Widerstand als Parameter hier angeben. Unser Widerstand hieß er war. Und ich möchte bei 1 Ohm starten. Und das Ganze soll meinetwegen bis 100 Ohm gehen. Und mit einem Inkrement von 1 Ohm. Das heißt, er startet bei 1 Ohm, rechnet die komplette Schaltung für R2 gleich 1 Ohm durch, dann für 2 Ohm, 3 Ohm und so weiter, bis er bei 100 Ohm angelangt ist. Das war es hier auch schon in der Simulation. Ich schließe das Fenster und starte mal die Simulation. Und eröffnet gleich direkt das Probefenster, da ist es schon. Und ich kann mir jetzt diese Ergebnisse angucken. Trace at Trace. Mich interessieren jetzt dann nur die Leistungen. Hoppla, die Leistungen interessieren mich. Und da habe ich die Leistung am Widerstand R2. Und ich drücke einmal auf OK. Und dann zeigt er mir letztendlich die unterschiedlichen Leistungen bei unterschiedlichen Widerständen an. Das heißt, bei sehr großen Widerständen ist die Leistung sehr klein, wie wir eben auch am Anfang gesehen haben. Bei sehr kleinen Widerständen ist die Leistung auch sehr klein, weil der Strom sehr groß ist, aber die Spannung sehr klein. Und es gibt mittendrin ein Maximum. Und das ist jetzt in dem Fall genau bei 10 Ohm. Das heißt, bei 10 Ohm ist die Leistung maximal. Und wenn ich mir jetzt die Schaltung nochmal anschaue, dann sehe ich, okay, bei 10 Ohm ist die Leistung maximal. Das heißt, wenn der Lastwiderstand genauso groß ist wie der Innenwiderstand der Spannungsquelle, dann habe ich hier die maximale Leistung. Und das nennt sich auch Leistungsanpassung. Das heißt, bei Leistungsanpassung habe ich die maximale Leistung. Und genau dann, wenn die beiden Widerstände gleich groß sind.